Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Wir beschäftigen uns in dieser Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Konsum-Cannabis-Gesetzes und des Medizinal-Cannabis-Gesetzes. Meine Frage richtet sich an Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Der vorliegende Gesetzentwurf erweitert die Entscheidungsfreiheiten für die Überwachungsbehörden der Länder. Wir befürchten erstens einen Flickenteppich und zweitens eine Totregulierung, insbesondere in solchen Bundesländern wie in Bayern der Cannabis-Clubs, und wollten Sie dazu fragen, ob Sie das oder der Handverband das genauso sehen. Herr Wurth, bitte. Also ich fange mal hinten an. Georg Wurth, Deutscher Handverband. Wir haben Interessengleichklang, weil wir insbesondere private Legalisierungsbefürworter und damit auch Konsumenten vertreten, die natürlich Interesse daran haben, dass viele Cannabis-Clubs entstehen. Tatsächlich sind diese gerade diskutierten Regelungen geeignet, um diese ganze Entwicklung der Entstehung neuer Anbauvereine auszubremsen und die kleiner sein zu lassen, weil sie eben im großen Stil ehrenamtlich das nicht so schnell aufschienen werden können, wie sie es könnten, wenn sie vernünftige professionelle Unterstützung einkaufen könnten, sozusagen, auch gebündelt. Einen Flickenteppich erwarte ich auch durch diese eine Regelung von diesen Dreien, die da im Raum stehen, die den Ländern zur Entscheidung überlassen werden soll, nämlich eben, ob es diese Massierung von Anbauvereinen an einer Stelle gibt. Allerdings ist ja die ursprüngliche Protokollnotiz, soweit ich weiß, sieht es nicht vor. Die haben eigentlich für alle in Deutschland diese Beschränkungen vorgesehen, sodass hier eigentlich eher sogar eine Öffnung ist zugunsten der Anbauvereine, dass manche Bundesländer doch noch die Möglichkeit haben, das offener zu gestalten, als ursprünglich geplant war. Zeigt aber auch grundsätzlich, ist eben die ganze vorgeschlagene Regelung problematisch. Ja, dass man eben zusätzliche Steine den Vereinen in den Weg wirft, wo sie eigentlich es gut gebrauchen könnten, dass sie von außen im Prinzip so weit wie möglich supportet werden. Zeit ist vorbei. Vielen Dank. Meine Frage geht noch mal an den Deutschen Handverband. Prävention ist ja ein wichtiger Aspekt. Jetzt wird in dem Gesetzentwurf vorgesehen, dass die BZGA dort etwas übernehmen soll. Wie schätzen Sie das ein, insbesondere für die Präventionsarbeit der Vereine? 30 Sekunden, Herr Wurth. Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass überhaupt Sicherheit existiert für die Vereine, dass sie endlich wissen, wie umfangreich soll überhaupt diese Schulung für Präventionsbeauftragte werden, damit sie auch anfangen können mit der Schulung und herausfinden können, wer ist überhaupt zertifiziert und darf überhaupt so eine Schulung dann auch entsprechend zertifizieren. Eben, das ist erstmal wichtig, damit wir überhaupt ins Laufen kommen, und damit ist die Zeit um.